Patricia, vielen Dank für das tolle, spannende, unterhaltende, anregende Programm. Was verbindet für dich eigentlich die alte und die neue Musik in deinen Programmen? Es ist dasselbe eigentlich. Ich mache überhaupt keinen Unterschied zwischen alter, neuer, ganz neuer, zukünftiger Musik. Es ist alles Musik. Ich glaube, wir haben ein bisschen Angst vor alter Musik. Es soll so, ich weiß nicht, sakral oder ernst oder richtig, oder man muss wahnsinnig viel wissen, um es auch wirklich perfekt so darzustellen, wie man es damals gespielt hat. Aber was wissen wir über die moderne Musik? Eigentlich geht es darum, dass man einen Dialog führt mit dem Stück und dass man das erzählt, was man in diesen Noten sieht. Und zwar nicht die Noten, sondern das, was dahinter ist. Und das ist ganz genauso in der alten Musik wie in der neuen. Und es gibt nur gute und schlechte Musik. Was ist für dich der Unterschied zwischen guter und schlechter Musik? Ich urteile nicht. Ich bin einfach ein Medium und ich lasse durch mich Musik. Ob das gut oder schlecht ist, das können die Leute vielleicht sich überlegen. Der Kritiker natürlich. Aber man weiß ja von ganz vielen Stücken, dass sie am Anfang als schlecht beurteilt worden sind oder nicht verstanden worden. Oder in Carmen Oper soll es keine Melodie gegeben haben. Oder ich weiß nicht, die absurdesten Sachen hat man damals gesagt. Beethoven-Konzert ist zu lang und so weiter. Und heute denken wir ganz anders. Also ich glaube, man muss den Stücken die Chance geben, gespielt zu werden. Und in verschiedenen Zeiten werden sie ihre Sprache finden und etwas Neues erzählen. Aber es gibt belanglose und keine belanglose Musik. Es gibt Musik, die vielleicht nicht ganz in die Herzen geht, aber vielleicht hängt es nicht vom Komponisten ab, sondern von anderen Dingen, von uns, von Interpreten, von den Zuhörern, die vielleicht noch nicht bereit sind, diese Musik aufzunehmen. Für alles gibt es richtige Zeit, denke ich. Überrascht uns immer wieder mit Raritäten, die du spielst in deinen Programmen. Heute hast du ein Stück aus dem 10. oder 11. Jahrhundert gespielt. Wie findest du diese Musik? Hast du da Berater oder hast du jemanden, der in einer Bibliothek irgendwie sich verliert und auf diese Musik stößt? Alles Mögliche, auch Zufall. Ich suchte Stücke für Geige und ein anderes Instrument, nur nicht Klavier. Und Leute, also Freunde, Musikwissenschaftler, Musiker, erzählten mir, was es so alles gibt. Und zuerst dachte ich, okay, es gibt Bizinien, und dann habe ich da hineingeschaut, es gibt sehr viele Duette, aber sie sind sehr oft pädagogisch gemeint, also nicht sehr interessant musikalisch. Und dann gingen wir noch früher und noch früher und noch früher. Was ist eigentlich die früheste aufgeschriebene Polyphonie? Und dann sind wir auf dieses Winchester Tropair gekommen. Und dann fand ich Lawrence Dreyfus, der das alles ermöglicht hat. Und er ist selber ein Musikwissenschaftler, er selber schreibt Bücher und auch spielt einfach fantastisch. Super, danke vielmals.